Und damit begrüße ich euch zurück zum YouTube-Abonnententeam Team Bianchi ist am Start und ich muss jetzt hier erstmal wieder reinfinden. Ich weiß zum Beispiel gar nicht, brauchen wir Sprintpunkte oder brauchen wir das nicht? Wir sind mitten in der Vuelta, die 14. Etappe. Ja, hätten wir gut gebrauchen können, aber ich glaube, die Vuelta ist ja schon immer was. Nicht unbedingt für die Sprinter, sondern für die Allrounder, für die Puncheure. Also ganz interessant, die Gesamtwertung. Jetzt holt uns nochmal der Fuchser ein bisschen Wasser. Der Fuchser, habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Spielt ja inzwischen auch bei Leicester City, der Fuchser. So sieht es im Gesamtklassement aus. Also Michael Schmidt nicht auf der 1, sondern auf der 3. Der drittbeste Abfahrer der Welt, Ilnur Zakarin auf der 1, Tom Dumoulin auf der 2. Also zwei nicht besonders gute Abfahrer, wobei bei Tom Dumoulin, ja, weiß ich gar nicht. Ach doch, ist anscheinend doch ein guter Abfahrer. Bei Tom Dumoulin hatte ich es jetzt gar nicht gedacht. So, Michael Schmidt, Schmidti auf der 3. Dann haben wir Simon Yates und Chris Froome, der allerdings gerade gestürzt war, aber jetzt schon wieder im Hauptfeld ist. Also ganz interessant. Dann haben wir noch Nairo Quintana, Thibaut Pinot, Pierre Latour, Esteban Chavez und Philipp Amador. Also Philipp Amthor auch hier noch 2017 noch ein bisschen unerfahrener. Da hat er noch keine geheimen Firmen hinter sich gehabt und von denen einfach ein bisschen Geld kassiert, wo keiner so genau wusste, was macht diese Firma überhaupt. So, noch 83 Kilometer, das war einmal der Zwischenstand in der Gesamtwertung für alle, die da jetzt nicht mehr den kompletten Überblick hatten. Ist schon eine Weile her, dass wir Abo-Team gespielt haben, jetzt habe ich abends immer ein bisschen Zeit und kann mich dabei so ein kleines bisschen entspannen zumindest, in eine heilere Welt begeben, um das mal ganz schlimm zu sagen. So schlimm ist es aber gar nicht, so unheil ist meine Welt gar nicht. Also Simon jetzt in der Punktewertung vorne, Bergtrikot haben wir wohl komplett rausgelassen, das werden wir auch so weiterhin machen. Schmidti im weißen Trikot des besten Jungprofis und in der Teamwertung sind wir hinter Sky mit 4 Minuten 30 sind die da vor uns in der Gesamtwertung. So, es regnet, wie man das in Spanien halt gewöhnt ist. Ich glaube, das regenreichste Land auf der Iberischen Halbinsel. Wahnsinn, die ganzen Formulierungen, die sitzen wieder wie eine 1 heute. So, Puerto de San Glorio, wenn es da nicht um die Ehre geht, dann weiß ich es nicht. Berg der ersten Kategorie, erinnert ein bisschen an diese eine Tour de France-Etappe, wo es ja auch den Berg hoch ging, dann nochmal ein ganzes Stück flach und dann ging es nochmal kurz knackig den Berg hoch. Wenn wir hier einmal reinschauen, das ist wirklich nur noch eine schwarze Rampe dann bis ins Ziel. Das wird es also in sich haben. So, Team Bianchi, wir können hier, glaube ich, ein bisschen schneller durchgehen. Ich werde jetzt Team Bianchi genau so weiter durchziehen, wie wir das auch mit Team Bike Aid machen. Die Ausreißergruppe ist mit 8 Minuten vorneweg. Da ist Pozzo Vivo mit dabei, da ist Zardini. Dann Girmay ist am Start, Bakalans, Betancourt, Degon und Ryabushenko. Der wird bestimmt immer reich beschenkt. Ryabushenko, naja, okay. War schon besser. Zardini klingt, wie gesagt, immer wie ein Pokémon, das die Aquaknarre machen kann. Zardini. Und Girmay, der äthiopische Meister, glaube ich, aktuell. Jetzt wird die Gruppe hier auch richtig schön klein. Alle zappeln sich einen weg und Bakelanz holt sich das Ding nicht. Vielleicht doch. Nee, Pozzo Vivo holt sich das. Jetzt fängt sogar an zu steinen in Spanien. Wollte ich schon Schweden sagen. Wahrscheinlich, weil es irgendwie naheliegender ist, dass es da mal anfängt zu steinen in Schweden. So, auch Schulz ist wieder vorne von den Peanuts. Hat es leider nicht geschafft. Van der Roy ist rausgefallen und auch Johannes Teer, der Mann, der einfach für den Straßenradsport geschaffen ist mit diesem Namen. Jetzt müssen wir allerdings Schmidti mal den Fuchser an die Seite geben. Piet Klöckner muss dann leider alleine fahren. So, auch wir fahren hier durch den Schnee. Wir fahren auch gerade oben über die Kuppe rüber. Der Berg der ersten Kategorie steht an. Wir haben uns ein bisschen mal die Gesamtwertung angeschaut, die Ausgangssituation und dann gehen wir gleich mal ins Finale. Bergwertung, wie gesagt, haben wir nichts mitzureden. Das Finale wird sehr, sehr spannend. Mal schauen, was wir da machen. Da fahren wir wahrscheinlich keinen Zug, sondern wir schnappen uns einfach den stärksten Bergfahrer, setzen den an Schmidtis Seite und dann heißt es einfach Einsatzbalken fahren, was das Zeug hält. Natürlich haben wir auch die anderen Abonnententeams dabei. Lena Kinnun hat sich jetzt gerade hier mal richtig schön hingelegt und fährt aber weiter. Das ist schon mal wichtig. Da vorne haben wir noch Paulana mit am Start. Mati Sadric, den es auch hingelegt hat. Da vorne das komplette Team Paulana wartet jetzt auf ihn. Wundert mich fast ein bisschen, weil Mati Sadric ja jetzt zu den Sprintern gehört. Wir können mal so ein bisschen das Feld von hinten aufrollen. Da sehen wir Team Bianchi immer wachsam, immer schön weit vorne. Natürlich auch ein paar Teams dabei, die es jetzt inzwischen nicht mehr gibt. Das wunderbare Team Cannondale haben wir hier. BMC Racing ist hier noch mit am Start. Das Team Sky natürlich nicht vergessen. Team Bianchi gibt es auch nicht mehr, habe ich mir sagen lassen. Katyusha ist auch schon weg. Also da sind schon einige Teams. Eine hohe Fluktuation momentan in der World Tour. Jetzt wird ja auch das Team CCC verschwinden und durch Vanti Gobert ersetzt.
die einfach nur in die World Tour jetzt quasi aufsteigen, die sich die Lizenz gekauft haben. So, also dann sehen wir uns gleich im Finale wieder. Dann geht's in den Schlussanstieg rein. Eine richtig steile Rampe. Das sieht fast so aus, als würde man senkrecht gerade hochfahren. Bin ich mal gespannt, wer die besten Spider-Man-Fähigkeiten hat. So, rein geht's ins Finale. Wir holen uns mal Kevin Dorfschäfer an die Seite von Schmidti, weil viel mehr können wir da, glaube ich, eh nicht machen. Hauen mal den Einsatzbalken rein. Es ist nicht mehr weit, 7 Kilometer noch. Unser komplettes Team steht da natürlich jetzt noch hinten mit dran. Aber ich will da jetzt keinen Zug mit reinbrettern. Wobei es vielleicht theoretisch auch eine gute Variante wäre. Schmidti nicht der Beschleunigungsstärkste. Hängen uns jetzt mal hier vorne so ein bisschen rein. Versuchen vielleicht auch mal was, weil momentan reagiert da hinten keiner so richtig. Schmidti attackiert jetzt hier einfach mal unten rein. Wie sieht er, ist nicht der Beschleunigungsweltmeister. Kommt hier auch gar nicht richtig weg, aber Tempo wird auf jeden Fall mal verschärft. Attacke zieht er auch lange durch. Schauen wir mal, dass wir das weiter durchziehen. Energiegel ist genommen. Mal schauen, wer hält da alles mit. Wer hat vielleicht eine kleine Lücke nach hinten? Da kommen auf jeden Fall noch Dorfschäfer. Wir können jetzt ja mal allen Fahrern sagen, hey, bleibt doch mal hier vorne mit dran, soweit es geht. Ohne die Lücke natürlich irgendwie zuzufahren, die da vielleicht mal entsteht. Jetzt wird die Straße auch relativ knapp und eng. Es sind noch 3 Kilometer bis oben hin. Wir fahren mal so, dass wir den roten Balken vielleicht nicht ganz kaputt fahren. Da kommen jetzt auch nochmal Kollegen. Thibaut Pinot ist da mit dabei. Dort haben wir Alejandro Valverde natürlich. Boah, jetzt sind wir aber schon auch im roten Bereich. Da ist jetzt allerdings dann auch eine kleine Lücke gerissen. Allerdings nur ganz nach hinten. So, Dorfschäfer hier noch mit dabei im Ziel. Domenico Pozzovivo holt sich den Sieg. Hinten haben wir Dorfschäfer, der jetzt schon wieder auf Höhe Schmidti ist. Dann versuchen wir nochmal den hier. Das wird zwar auch schwer. So, Schmidti ist auch gleich platt. Der rote Balken wird gleich durch sein. Alter Schwede, was das hier für eine steile Rampe ist. Wahnsinn. So, jetzt ist der Balken eh weg. Jetzt haben wir hier die 99 rein und versuchen einfach unser Tempo zu fahren. Vorne haben wir Thibaut Pinot, dann Baggert, dann Valverde und dann kommt auch schon Schmidti, der jetzt hier versucht nochmal irgendwas zu machen. Sprinte, was das Zeug hält. Dann wird es wahrscheinlich keine Zeitabstände geben. Alle kommen hier irgendwie mit rein. Dorfschäfer kommt da auch nochmal mit einem Sprint. Unsere beiden Gesamtwertungsfahrer. Jetzt kommt hier nochmal Nairo Quintana, der kolumbianische Meister. Dann wird Schmidti hier quasi von den Spitzenfahrern Vierter. Wir haben irgendwie mal irgendein Tempo da reingefahren. Möglichst weit vorne. Das war, glaube ich, ganz gut. Zeitabstände wird es wahrscheinlich hier keine geben. Wir können Klöckner vielleicht gerade mal sagen, dass er ein bisschen langsamer fahren soll. Vielleicht reißt da dann jetzt nochmal eine kleine Lücke. Warte noch. Noch ein bisschen langsamer. Vielleicht haben wir dann da wenigstens eine kleine Lücke, so nach den Top 20. So, mach mal langsam, Junge. Ja, doch, das könnte vielleicht eine kleine Lücke gewesen sein danach. Mal schauen. Ein bisschen getrickst natürlich. So, es schneit weiterhin fröhlich hier in Spanien. Ich erinnere mich noch an die Etappe. Das war schon immer ein böses Finale. Aber mit so schwarzen Rampen, das ist ja Wahnsinn. Da würde ja zu Fuß nicht hochkommen, also... Also, Pozzovivo gewinnt vor Girmay und Jan Bakkelandt. Carlos Alberto Betancourt auf der 4. Und ich glaube, der beste der Favoriten war heute Thibaut Pinot auf der 6. Aber Schmidti auf der 9 finde ich auch eine sehr, sehr gute Leistung. Da kann man jetzt erstmal nicht meckern. So, es kommen weiterhin Fahrer rein. Allerdings alle in der Karenzzeit 1 Stunde 19. Auch nicht schlecht. Jetzt schauen wir mal, ob da irgendwo Abstände bei den absoluten Spitzenfahrern auch waren. Also Thibaut Pinot holt nochmal 11 Sekunden raus tatsächlich. War dann doch eine kleine Lücke nach vorne. In der Gesamtwertung sind wir auf die 2 aufgestiegen. Da wird dann also, wer war denn das, wer jetzt da Zeit verloren hat? Auf jeden Fall zweiter Platz jetzt. Also das hat sich ausgezahlt, dass wir da rein attackiert haben unten. Nachwuchsfahrerwertung haben wir auch noch. Jetzt bin ich gerade ein bisschen überfragt, wer hat denn da so viel Zeit verloren? Wir schauen uns das mal ganz kurz an. Pozzovivo, raketenstark. Immer diese Militärsprache hier oder ist das Astronautensprache? Ich weiß es nicht. So, 7,53 Rückstand für Hugh Carthy. Dann bei 8,47. Das war wirklich gut, dass wir da Tempo rausgenommen haben. Klöckner, Müller, Munz, die da wirklich eine kleine Lücke dann quasi geschaffen haben. Esteban Chavez,
hat da Zeit verloren. Andre Amador auch hinten rausgefallen. Warren Buggy auch nicht schlecht, dass er noch ein bisschen Zeit verliert. Adam Yates mit 9,17. Hans Wassmer auf der 44. Starke Leistung. Der Fuchser direkt bei ihm. Also ich weiß es jetzt nicht genau. Irgendwie bin ich gerade ein bisschen raus. Mein Kopf ist aber auch mega müde. Also ich weiß nicht, wer da jetzt Zeit verloren hat. War das Adam Yates? War das... Wer war es? Egal, wir werden es niemals erfahren. Wahrscheinlich schaue ich mir gleich die Folge nochmal an und dann weiß ich es wieder, wie es genau passiert ist. So, Alex Zverev hat gewonnen, sehe ich gerade. Yes, 6-4. Ich habe jetzt keine Lust mehr gehabt auf Zverev, auch wenn es ein mega geiles Spiel war. Aber es steht auf jeden Fall damit in der dritten Runde. Damit erfahrt ihr das einen Tag zu spät. Gern geschehen. Also wenn ihr richtige Breaking News haben möchtet, könnt ihr immer zu mir kommen. Ich bin immer auf dem neuesten Stand von gestern. So, wir haben auch Preisgeld bekommen für das Brussels Cycling Race. Unser Saisonhöhepunkt 8.000 Euro. Gewonnen hat das Ganze nämlich, na, wer hat's gewonnen? Dreimal dürft ihr raten, das war nicht Johannes Thea, sondern Holger Erdgeist hat's gewonnen. Da haben wir es, Vorfil Bauhaus und Michel Stückrath, also Mathis Waldo. Man sieht schon hier, unsere Abonnentenfahrer kommen jetzt so richtig gut in Form, wenn wir das Let's Play beenden. Ich hätte das natürlich gerne deutlich länger gespielt als wirklich nur diese zwei Saisons, wenn ich dann nicht auch so viel Pause immer mal gemacht hätte. Aber das war halt auch so ein bisschen die Umgewöhnung nach München, die jetzt ja wirklich stattgefunden hat. Bin jetzt ein waschechter Münchner. Deswegen sage ich auch Minga, nicht, nee, ich sag München, weil ich einfach einen Sprachfehler habe. So, wir simulieren das gerade einfach mal weg. Fourmi nach Fourmi. Klingt auf jeden Fall, als würden da Raucherlungen geboren werden. Fourmi heißt doch Rauchen, oder? Bin ich jetzt gerade unsicher. Also, Andrea Pasqualon gewinnt das Ganze vor Pascal Ackermann und Zico Vaitens. Dann Adrien Petit. Und jetzt haben wir alles irgendwie italienisch verballhornt. Wir konzentrieren uns jetzt aber erstmal auf die Vuelta, machen dann natürlich noch die Saison fertig. Weltmeisterschaften wollen wir noch spielen. Und dann ist das Team Bianchi, ich will immer Bike-Aid sagen, allerdings dann auch in Rente. So, jetzt kommt die Tour of Britain auch noch parallel. Wir haben hier viel zu viele Rennen. Da schauen wir mal, wen haben wir denn für den Sprint. Mathis van Hinken ist nicht so richtig Jutrup. Dann lassen wir mal Holger Erdgeist, Jan Gravitz, Reuter, Staub für die Berge, Ritter Kruse, Walter Solier sieht jetzt auf den ersten Blick erstmal ganz gut aus. Simulieren wir natürlich auch. Dann geht es in Schottland los. Edinburgh nach Kelso. Ist Kelso nicht der Chefarzt bei Scrubs? Ich glaube schon Kelso, oder? Heißt er, der am Ende dann eigentlich ganz sympathisch ist und immer rumsitzt und nur noch Kaffee trinkt. So, also Holger Erdgeist holt sich den Sieg auf der ersten Etappe. Adam Blythe. Blythe, auch ein schöner Name. Jonathan Götze auf der 3, dann Stückrath. Wen haben wir sonst noch dabei? Jan Gravitz, 11. Carsten Seifert auf der 12. Yannick Nowak, Philipp Bast, des Bastjo, des Wahnsinn. Also, das läuft auf jeden Fall gut. Auch für die anderen Abonnententeams. Wie gesagt, leider haben wir jetzt nicht mehr so diese Weitsicht, dass wir sagen, okay, nächstes Jahr wird das so und so sein. Auch hier haben wir ja viel mit dem Editor gearbeitet. Ich werde die nächsten Tage mal eine Community-Umfrage auf YouTube starten, um einfach mal rauszufinden, wie ihr das Ganze denn so seht. So, Quebec, Quebec. Diesmal allerdings auch berechtigt beim Grand Prix Cycliste de Quebec. Ach ja, ich erinnere mich, wie gesagt, ich sage das jedes Mal hier beim Abo-Team, aber ich denke zurück an unsere Streams über 8-9 Stunden, wo wir nur Quebec, Quebec gefahren sind und ich wirklich völlig aus dem Tritt war, weil ich gedacht habe, es gibt's doch gar nicht. Es kann doch nicht wahr sein. Was habe ich denn da schon wieder falsch gemacht? Aber jetzt versuchen wir erstmal alles richtig zu machen. Die 15. Etappe der Vuelta a España von Oviedo nach Lagos de Covadonga. Also Cowabonga, die Turtles wohnen dort. Irgendwie dachte ich, das wäre derselbe Mann, aber es ist auch Simon und Adam Yates, glaube ich. Nun gut, da ist nur mit Yates und hier ist mit Simon Yates. Wir werden es nie erfahren, aber sie sehen sich schon sehr ähnlich, die zwei. Also da würde ich einfach mal vermuten, dass das Brüder sein könnten. Lasse euch mit der Vermutung jetzt aber für ein paar Sekunden alleine und gehe einfach mal hier in die Bergankunft rein. 15. Etappe, Vuelta a España, haben wir noch Chancen auf den Gesamtsieg? Wir werden es sehen, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so hoch. Wir sind bei den Favoriten zumindest nicht ganz weit vorne. So, wir gehen direkt rein in den Schlussanstieg und wir haben heute Bombentagesform. 13 Kilometer sind es noch, wir sind jetzt schon nah, noch nicht ganz drin. Wird mir hier die Kräfte gerade nochmal sparen. Wir machen jetzt mal so einen kleinen Zug mit Munz, Klöckner, Dorfschäfer und Schmiddi. Also plus 4 bei Dorfschäfer bedeutet 84 und auch die 84 bei Schmiddi. Damit können wir, glaube ich, mit einem konstanten Tempo das Ganze ganz gut kaputt fahren. Ich würde jetzt hier unten erstmal noch nicht so schnell reinfahren. Andreas Fleckenstein,
Dann haben wir hier Tim Müller und natürlich auch Pierre Baldinger, die mal in der Ausreißergruppe waren. Hier vorne ist dann leider keiner mehr mit dabei. Da ist wieder Backelands, Diego Rosa, De Marchi, Kangert, Anna Connor, Schulz und Backert. Wir fliegen natürlich wieder zurück. Da kommt jetzt Esteban Chavez mit einer Attacke. Da würde ich das Tempo dann gleich nochmal erhöhen. Es ist noch ein ganz schönes Stück bis oben hin, also 10 Kilometer. Da versucht auch gleich Nairo Quintana mitzugehen. Wir können das Ganze ja mal kontern mit unserem Zug. Tempo sollten wir eigentlich mitgehen können. Joa, macht da nicht so richtig geil, der Munzer. Geht die Attacke dann doch nicht mit. Tempo ist hoch. Hier kommt jetzt Cyril Gauthier mit Lawson Craddock. Die anderen Favoriten, da haben wir Ilnur Zakarin, der natürlich auch ein bisschen profitiert. Seine Katjuscha-Fahrer sind schon ein bisschen platt. Da haben wir Chernetsky, Koschetkov, der auch platt ist. Der Munzer zieht uns weiterhin hier hoch. Kriegt jetzt langsam schon mal das Energiegel. Fährt mal mit der 87 hier hoch. Das sieht aber trotzdem für Schmitti und so weiter noch recht gut aus. Jetzt sind es noch 7,5 Kilometer. So steil ist der Berg nicht. 7,8% klingt dann auch irgendwie schlimmer, als es ist. Auf jeden Fall, Quintana und Chavez kommen da nicht weg. Der Munzer fährt die Lücke wieder zu. Das ist schon mal ziemlich gut. Schmitti und Dorfschäfer sehen immer noch gut aus. Jetzt sind wir hier in dieser steilen Rampe drin. Die Gruppe 81 Fahrer. Da hängt sich Zakarin jetzt an das Hinterrad von Schmitti. Da fallen die nächsten Fahrer raus. Hausen, mal ganz kurz der Blick zurück. Wen haben wir denn sonst noch hier? Pascal Bevan ist hier sogar noch mit am Start. Von den anderen Abonnententeams sieht das eher mal wieder dürftig aus. Da haben wir Pierre Baldinger, Tim Müller und Fuchs sind, oder Tom Müller in dem Fall, und Fuchs. Dann haben wir Andreas Fleckenstein aus der Ausreißergruppe. Wir müssen allerdings wieder nach vorne schauen. Wir haben jetzt den Munzer so ein bisschen platt gefahren, aber da vorne ist auch schon die 5-Kilometer-Marke. Deswegen können wir jetzt auch noch mal ein bisschen beschleunigen mit Klöckner. Da nimmt der Munzer jetzt mal raus. Schauen wir mal, kann er sich noch mal irgendwo reinklemmen? Nee, eher nicht. Also nimmt er für heute raus, Klöckner übernimmt. Oben wird es dann gleich ein bisschen flacher. Vielleicht für uns die Möglichkeit, da auch noch mal eine kleine Attacke reinzusetzen. Tempo ist enorm hoch. Wird jetzt alles hier sehr, sehr lang gezogen. Da wird gleich eine Lücke reißen bei einigen Fahrern. Klöckner bringt uns noch ein Stück weit. Schauen wir mal, wie weit er uns noch bringt. 51 Fahrer angeblich noch, aber wie gesagt, da wird gleich was reißen. Ich weiß nicht, was es ist, aber es wird auf jeden Fall krachend reißen. Jetzt kommt dann Dorfschäfer. Mit der 85, mal schauen, das müsste doch irgendwie bis oben hin reichen. Zakarin, Pinot, die sind schon noch irgendwie dran. Aber das ist jetzt ein Tempo, das muss hart sein für die Konkurrenz. 2,5 Kilometer, da kommt nochmal Isagirre nach vorne. Dorfschäfer zieht das und zieht das. Immer noch 2 Kilometer, darf man auch nicht unterschätzen. Aber jetzt müssen doch die anderen auch mal leiden. Jetzt kommt dort nochmal Zakarin, der das Tempo nochmal erhöht. Boah, Wahnsinn, dass er jetzt nochmal schneller fahren kann, trotz der plus 5 bei uns. Schmitti fährt jetzt auch nochmal. Aber gegen Zakarin ist irgendwie kein Kraut gewachsen. Ich dachte, wir könnten heute ein bisschen was gut machen. Jetzt ist er platt. Dann können wir doch nochmal vorbeisprinten. Aber das werden nur ein paar Sekunden werden. Dann werden wir Fünfter. Aber Zakarin verliert nicht genug. Quintana und Dorfschäfer kommen hier rein. Dann kommt Winner Anna Connor. Esteban Chavez, Isagirre. Ich drehe gerade mal die Kamera. Das werden schon relativ große Abstände sein. Tanel Kangard, Yates, De Marchi, dann kommt hier außen Pantano. Thibaut Pinot verliert heute sehr, sehr viel Zeit. Valverde, Soler, Amador und Chris Froome, der also hier wieder einbricht, der ja immer mal so seine hellen Tage hat hier bei der Tour de France, aber dann auch immer wieder einbricht. Auch Latour bricht ein. Roglic ist hier mit dabei, allerdings natürlich noch nicht der Roglic, wie wir ihn kennen. Das hatte man 2017 im Radsportmanager noch nicht so ganz absehen können, dass das vielleicht mal der beste Radsportler der Welt wird, wobei er die Tour de France jetzt ja auch gar nicht gewonnen hat, sondern sein Landsmann Tadej Pogacar war ja erfolgreich. So, also, wir gewinnen mehr oder weniger die Etappe. Betancourt gewinnt das aus der Ausreißergruppe. Wir waren der Beste der Verfolger und ich hoffe, dass wir wenigstens so 10, 15 Sekunden gut gemacht haben nach hinten. Das wäre schon mal ganz nett. Wir gehen mal zur Siegerehrung und schauen uns die Abstände an. War schon ein interessantes Finale. Mich hat es ein bisschen irritiert, dass Zakarin da tatsächlich so stark nochmal mitfahren konnte. Also selbst mit der Plus 5 werden wir ihn nicht los.
Das ist schon wirklich überraschend und beide werden auch mit 3 Minuten 4 gewertet. Bedeutet nach wie vor 1 Minute 7 Rückstand für Michael Schmidt. Nairo Quintana auf der 3, Simon Yates auf der 4, Chris Froome jetzt auf der 5 mit 4 Minuten 20 Rückstand. Also das geht eigentlich nur noch Zakarin gegen Schmidti. Punktewertung bei Simon Yates, Schmidti da jetzt auf der 3, da werden die Sprinter wie gesagt auch nicht mehr viel ausrichten können. Nachwuchsfahrertrikot ganz klar bei uns und jetzt in der Teamwertung 15 Minuten Rückstand auf Team Sky, das hat es auch in sich. Und dann schauen wir uns mal das Profil an, wie es denn jetzt noch so weitergeht. Wäre ja schon ganz interessant zu wissen, die 16. Etappe ist dann sowas wie die Königsetappe, da wäre die Plus 5 auch nicht schlecht gewesen. 17. Etappe dann was für die Sprinter, 18. wieder eher was für die Puncheure. 19, ja, so ein bisschen was für beide. Und es gibt nochmal 10,3 Kilometer Abschlusszeitfahren, allerdings ist das nicht so richtig lang. Aber wenn wir uns das anschauen, da gibt es schon noch einige Etappen, wo wir Zeit verlieren können, wo wir Zeit gewinnen können. So ein bisschen was von beidem und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann, ja, nicht morgen, aber mal schauen. Ich werde das immer ein bisschen unregelmäßig hochladen. Ihr wisst ja, dass momentan ein bisschen Sondersituation ist, also es kann sein, dass es abwechselnd mit Bike-Aid kommt oder vielleicht gibt es auch mal einen Tag, wo beides kommt. Vielleicht an einem Sonntag zum Beispiel, wo die Leute besonders viel Zeit haben. Wir sehen uns einfach wieder auf der 16. Etappe ist es dann. Neuer Tag, neues Glück. 1,3 Millionen, die würde ich gerne an Team Bike-Aid mit rüber transferieren. So, also dann sehen wir uns wieder auf der 16. Etappe. Jetzt werfen wir erstmal einen Blick drauf, ob Holger Erdgeist wieder Mark Cavendish und Alexander Kristoff schlagen kann. Jo, kann er. Und Jonathan Götze auch erfolgreich auf Platz 2. Jochen Elsner, deutscher Dreifachsieg hier. Michael Stückrath noch als vierter Deutscher in den Top 10. Jan Krawitz auf der 9 und Daniel Rimland. auch kein. Ja, in der Pornobranche auf jeden Fall auch ein richtig, richtig geiler Name. Genauso wie Belletti. Also, wir sehen uns dann wieder bei der Vuelta, 16. Etappe. Dann geht's weiterhin um den Gesamtsieg. Zakarin gegen Schmidti. Wer holt sich das rote Trikot bei der Vuelta a España?